Wir sind immer noch im Thema Taqiya und Teil 6. Wie im vorherigen Video erwähnt wurde, die Maschqiya erwähnt telefonisch, dass Al-Tijani in seinem Buch die Regierung dazu ruft, Büffe zu öffnen. Tijani verneint das aus Taqiya und sagt, zeigt eure Lügen. In der nächsten Sitzung bringt der Gelehrte Al-Blushi das Buch Tijanis. Der Moderator liest davon, die Taqiya Tijani wird aufgedeckt, dass er wirklich für die Gründung der Büffe ist. Sehen wir, was passiert ist. صدق التيجاني هذا الذي يقترح في كتابه كل الحلول عند آل الرسول يقترح فتح أسواق للبغاء لتفريغ الشهوة الحيوانية لعل هذا من بركات هدايته أما كون الأئمة عندكم الأئمة عندكم هم الكعبة وهم القبلة لحظة تتهم الرجل بحاجة يقول فيها يقول فيها أعوذ بالله يعني انت ماذا تهمني باش قلت اعوذ بالله وانا حقول صح ما يعني انا اديك وقت كامل ترد عليه لا بردت على ذاك يا اخي برضه في كلام على فاطمه كلام كلها بس واحد يقول له افتح البغاء غير يقول له رايك في سيدنا فاطمه يا ودي غير والله ابي اكبر صلى 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 عندك دليل على كلام صلى عندكم طلعوا الكذب عندك دليل على كلامك يا عبد الله انا ندعو انا فتح هذا في كتابه والله على من يقول بذلك كل الحلول عند على الرسول واذكر انه صفحه 293 وللاسف اليوم لم اتي بالكتاب للاسف وهو موجود وانا اباهل على ذلك والله هذا موجود عندي طب هذا انا اللي جبته مش التجاني جابه طبعا يدعي يقول يحكي في النص هذا يتكلم الدكتور التجاني عن مشكله التعامل مع المشكله مثلا الجنسيه للشباب في العالم العربي غير أننا في المجتمع العربي الإسلامي فرطنا في مسألة الجنس فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكبت الجنسي والممارسات السرية والتلهف على المرأة بشهوة حيوانية قاتلة وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية وقد وجد الفقهاء يقول التجاني لهذه الظاهرة فتوى أكسبوها شرعية إسلامية وسميت عندهم سد باب الذرائع بمعنى أنه أحسن وأفضل من أن يتهجم الرجال على المحصنات من النساء والفتيات العفيفات فلا يجد الرجل بعد هذه المحلات ذريعة يتذرع بها أمام القاضي في حالة تلبسه بجريمة الزنا فكل فتاة أو امرأة ضبطت متلبسة وثبت أنها تتمعش من الخناء فإن القاضي يضعها في تلك المحلات العمومية فتصبح مومسة محترفة تحمل بطاقة مهنية ويحميها القانون وتدفع على ذلك ضريبة إلى الحكومة وهذه المحلات قد وجدت من صدر الإسلام ولا زالت موجودة في كل البلدان العربية والإسلامية Tijani hat nach diesem Clip versucht zu behaupten, dass es wirklich Gelehrten gibt, die sowas erlaubten. Er wurde jedoch herausgefordert, eine einzige Fatwa zu bringen, die sowas erlaubte. Er hat aber nichts gebracht. Typisch ja. Sie schreiben Mist und dann schmeißen sie ihre Fehler auf den Rücken des Sunniten. Ein ähnlicher Fall war auch mit dem YouTuber Hamza, anstatt dass er sagt, dass seine Gelehrten Mist erzählen, als sie die Verfälschung des Korans behaupteten und Studien darüber machten, machte er die Sahaba schuldig. Auf diese Art gehen die Schia die Fragen um und verdrehen die Wahrheit mit Lügen. Und das ist genau die Taqiya, die wir in unseren Videos zeigen. Es gibt kaum Schiiten auf dieser Erde, die auf die Taqiya verzichten. Denn sie wissen, dass es ohne Taqiya keine Religion für die Schia gibt. So haben ihre Gelehrten von ihren Imamen überliefert. Zu Taqiya gehört auch die Schauspielerei, die viele Schia-Gelehrten machen, um ihre Anhänger zu veräppeln. Nicht alle schaffen es aber gut. Manche sind keine guten Schauspieler. Wie zum Beispiel... تقول يا فضة سنديني فقد وربي أسقط جنيني أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر لا كفء لظلامتها إلا بأن يعم العدل على العالم بيد ولدها سلام الله عليها إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما بعدها رزية ومن نبوع الدم في ثدييها Das war jetzt ein Beispiel zur Taqiya. Wir nehmen ein anderes Beispiel der Taqiya, ist ihre Aussage, dass sie kein Takfir gegen die Sunniten machen. Jeder, der das sagt, ist entweder total unwissend oder Lügner. Denn der Glaube an die Imamat ist eine Säule in der Religion der Rafida.
Wer? Sie leugnen, die leugnen den ganzen Islam und gilt ohne Zweifel als Kafir. Deshalb gehen die Rafida die Frage um, ob der Leugner die Imamat Kafir ist oder nicht. Sie wollen die anderen veräppeln und den Eindruck geben, dass sie die Sunniten als Geschwister nehmen. Während sie Takfir gegen alle nicht 12 Imamiten machen, einen einzigen Imam zu leugnen ist für sie ein Austritt aus dem Islam. Sogar die Genussehe zu verbieten ist für die Rafida ein Austritt aus dem Islam. Ihre Einladung zur Einheit der Muslime, ihre Behauptung, dass die Sunniten ihre Geschwister sind, ihre Behauptung, dass Sunna und Schia zwei Madhab eine Religion sind, sind alle Lügen, die sich mit der Taqiyya Mudaratiyya rechtfertigen. Du kannst selber die Maske der Schia wegnehmen, indem du dem Schiiten, der die sagt, dass Sunna und Schia Geschwister sind, die Frage stellen. Ist derjenige, der die Imamat leugnet, die Sahaba und die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, kein Kafir für euch? Ist die Imamat nicht wichtiger als das Gebet? Wird man nicht Kafir, wenn man sagt, dass es kein Gebet gibt? Du wirst sofort merken, dass der Schiit dir aus dem Weg geht und versucht, keine Antwort auf die Frage zu geben. Weil er dich die ganze Zeit belogen hat und Lügen lassen sich nicht viel verstecken. Und da wirst du erkennen, dass die Schia gerne lügen. Am besten lassen wir die Schia-Gelehrten reden, die keine Taqiyya machen. Sie klären uns auf, ob der Leugner der Imamat Muslim oder Kafir ist. Hazim al-Araji ist ein Anhänger der bekannten Schia-Gelehrten al-Sadr. Diese Leute sind die Gründer von al-Mahdi-Armee, die die Aufgabe hat, so viele Sunniten umzubringen, damit al-Mahdi kommt. Mit Wahhabi meint er sicherlich alle Sunniten. Mit dem Warten auf friedlicher Art meint er, dass man nicht auf Al-Mahdi in friedlicher Art warten darf, sondern möglichst viele Sunniten umbringen soll, damit Al-Mahdi kommt. Denn die Rafida haben in ihren Büchern berichtet, dass Al-Mahdi nicht kommen wird, bis möglichst viele Sunniten umgebracht werden. Deshalb gründen sie Al-Mahdi-Armee im Irak. Diese Al-Mahdi-Armee hat bis zu diesem Moment mehr Sunniten im Irak umgebracht als alle Kriege mit den Amis zusammen. Es gibt keine offizielle Zahlen, weil die schiitische Regierung dahinter steckt auch. Siehe bitte die entsprechenden Videos über Al-Mahdi und die Videos, die die schiitischen Daten im Irak zeigen. Da kannst du die Wahrheit des Schiismus ohne Taqiyya deutlich sehen. Es geht weiter mit den Gelehrten der Imamiten und ihre Takfir gegen alle nichts 12 Imamiten. ما رأيكم حينما فيما يقال إن الشيعي الفاسق الظالم هو أفضل من السني العادل ذو الأخلاق أو ذي الأخلاق العالية ومصير الأول إلى الجنة والثاني إلى النار إبلي وهذا ما بيفرد شيء شكو في الشيعي الفاسق صحيح مو خوشات من ناحية لكن عنده فرد شيء حلو من ناحية ثانية الذي عنده حلو شنو هو حب لأهل البيت الولاية أكو عنده فشيء أكو عنده ويمكن هذا الشيء شنو ينجيه في يوم يساعد لا أقل إذا صحيح يحصل له كم حصاية شوي على استخفافه بالصلاة بالصوم وما شاكل ذلك لكن أم ينفع هاي الولاية وحب أهل البيت أما ذاك شنو شاكو عده لا الصلاة مقبولة لا الحج مقبول لا الفلوس مقبولة هيج 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 خلي يصوم كل الدهر فلو أن رجلا هاي الرواية عن الإمام الباقر هاي من الروايات المسلمة بني الإسلام على خمسة أشياء صلاة وصوم وحج وزكاة ثم يقول والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية فلو أن رجلا صام نهاره وقام ليله طيلة الدهر إيه كل عمره هيك لم يقبل منه شيء كل هباء
منثورة، وطبيعي ذاك حينئذ الشيعة الفاسق يصير أفضل.